Hello, my dear friends, and welcome to my crazy show. Hallo, ihr Lieben, wir sind gerade angekommen. Ich habe ein bisschen komisches Frisur vom Fliegen, Vogelnest auf dem Kopf. I got a bird on my head. Ich freue mich sehr, weil wir werden sehr viel sehen und erleben und erfahren und sehr viele kulturelle Sachen und auch den Inseln ein bisschen schauen, was das hat anzubieten, ein bisschen History. Kultur, Geschichten, ein bisschen Shopping, Essen, Trinken, Tanzen, Feiern und ja, ich kann jetzt ein bisschen das Geld ausgeben, was ich bei TK Maxx gespart habe. Ich zeige euch alle Outfits, also jeden Tag ein neues Outfit. Pirate of the Caribbean Treasure Hunt bei TK Maxx. Ich habe noch keine Pläne gemacht, ich habe einfach alle Outfits gekauft und mitgenommen und jetzt werde ich die kombinieren irgendwie hier. Let's go! Wir haben einen schwarzen Tutu. Einer von meinen Lieblingen am Stück in meinen Schrank. Gold und Palmen. Sehr bequeme Schuhe. Und dann haben wir Flugzeug. Und dann haben wir diese Bowling Bag Style. Man kann das entweder so tragen oder auch quer tragen. Das sieht irgendwie ein bisschen cooler aus. Oder an den Schulter tragen. Dann sieht das schick aus. Wir essen jetzt Jakobsmuschelgratin in meinem Lieblingsrestaurant La Brasa in Ibiza. Gratin! Bon Appetit! Sunset Ashram. Es muss eigentlich der schönste Sonnenuntergang in Ibiza, auf Ibiza sein. Ich würde sagen Hawaii-Style Kleid. Und ich habe das kombiniert mit Flipflops, goldene Flipflops. Und ja, so verrückte Haare, Beach Hair, Beach Waves. Schwarze Tütü, was ich sehr gerne anhabe. Meine schwarze Stiefel. Wir gehen jetzt zu der Glitterbox Party Basement Jazz. Wir freuen uns sehr. Coco Piña, levante la mano, vitaminas. Arriba, Romario. Hallo, ihr Lieben, heute ist Beach Day. Und was passt perfekt zum Strandtag? Ein weißes Kleidchen. Weiß, sehr leicht und hell. Und passend dazu ein Beachbag in die gleiche Farbe. Die Bommeln haben die gleiche Farbe, also perfect color combination. Das hat diese Boho Ibiza Style Look mit Inspiration aus Peru. Und ja, wir gehen jetzt gleich schwimmen.
genieße meinen Tag am Strand. Ich bin ein Krebs, das ist ein Wasserzeichen und ja, wir brauchen sehr viel Wasser, um die Ruhe zu haben auch. Ein bisschen Vitamin C. Und ich habe mein Glitzerzeug heute an. Glitzerstrandtag. Ganz hier oben, da ist Old Ibiza. Heute habe ich alles schwarz an mit ein Korsett-T-Shirt. Wir gehen jetzt gleich nach oben, wo die alte Kanonen sind. Das ist eine von meinen Lieblingsplattformen auf Ibiza. Das ist hier irgendwo. Kanone und versuche da ein bisschen hoch zu klettern. This way or the other. Okay. Okay, Versuch Nummer 2. Auf der Kanone, auf Ibiza. Und heute ist Sven Veit und Richie Horton. Ich habe heute Gold an. Mit schwarzen Stiefeln. Schwarz und Gold ist eine von meinen Lieblingskombinationen. Zum Wohl und bis später mit Techno. Ciao! Im Rot, nicht in Schwarz, wie immer. Ich liege immer mit SPF 50 draußen. Deswegen komme ich zurück immer blasser, als ich geflogen bin. Und die Leute fragen mich, warst du nicht im Urlaub? Ja, warum bist du so blass? Und ich so, oh, danke schön. And then they think I'm crazy. Man sieht hier das Meer hinter mir. Und da war ich jeden Tag schwimmen. Unser letzten Abend und wir gehen jetzt in Ibiza Town und dort gibt es eine sehr schöne Marina. Es ist sehr lebendig, da sind viele Restaurants und Bars und Boutiquen. Und wir gehen dort jetzt was essen und trinken und ich habe mich ein bisschen schicker gemacht. Ich habe ein langes rotes Kleid mit Swarovski-Elementen und ja, ein bisschen schickere Frisur und dazu ein Style-Buch mit diesem funky Backpack. Auch Ibiza kann man alles tragen.